Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Fußball-WM hat endlich begonnen und normalerweise hätten wir ja schon heute Mittag darüber diskutiert, wenn die Unionsfraktionen nicht so großen Beratungsbedarf gehabt hätten. So ist es natürlich top platziert während des ersten Spiels. Aber das Austragungsland Russland wurde ja von einigen Rednerinnen und Rednern schon angesprochen, ist eben kein ganz unproblematisches Land in Richtung Außenpolitik. Die Menschenrechtslage ist prekär und auch die Pressefreiheit ist stark eingeschränkt. Und deshalb war es uns als Grüner Fraktion wichtig, darauf noch mal explizit hinzuweisen. Und der Sofortabstimmung hat keine Fraktion widersprochen. Deshalb ist es einfach Unsinn zu sagen, man hätte darüber auch reden können. Wir hatten vorab im Sportausschuss das auch gehabt. Und deshalb sehe ich das Problem überhaupt nicht. Ich bin auch froh, dass niemand hier im Raum einen Boykott fordert, weil das wäre kontraproduktiv. Und ich selber kann mich noch gut an die wechselseitigen Boykotte bei den Olympischen Spielen 1980 in Moskau und 1984 in Los Angeles erinnern. Das brachte niemandem was. Stattdessen sagen wir, wenn Politikerinnen und Politiker nach Russland zu den Spielen reisen, ist es wichtig, dass man davor oder danach das entsprechend einbettet mit Gesprächen von verschiedenen NGOs, mit Oppositionsgruppen. Und ich habe ja von einigen Fraktionen hier gehört, dass das auch auf Zustimmung trifft. Und wenn Leute von uns hier reisen, ob nun Abgeordnete oder Ministerinnen oder Minister, dann ist es ja gut, dass wir da heute noch mal drüber geredet haben mit unserem Antrag. Und natürlich ist es auch gut, wenn Fußballfans, die nach Russland reisen, Land und Leute kennenlernen, miteinander ins Gespräch kommen. Auch das kann dazu dienen, dass unsere beiden Länder wieder mehr ins Gespräch und zueinander finden. Aber wenn wir über die WM reden, müssen wir auch über Doping reden. Zum einen sind ja die Enthüllungen um das russische Staatsdopingsystem, und da hätte man vom Gastgeber schon mehr Willen zur Aufklärung vorab sich gewünscht. Die Inhalte des McLaren-Berichts müssen schließlich auch von russischer Seite endlich anerkannt werden. Aber die FIFA ist natürlich auch in der Pflicht. Während der Endrunde bei der WM wird die FIFA selbst Dopingkontrollen durchführen. Also der Sport kontrolliert sich selbst. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und auch das hat die nationale Dopingagentur vor einer Woche kritisiert. Das müsste anders werden. Die Doppelvergabe der FIFA von Russland nach Russland und Katar ist ja schon angesprochen worden. Da gibt es zu Recht massive Korruptionsvorwürfe. Wir Grüne haben in der letzten Wahlperiode in einem umfangreichen Antrag auch dargelegt, wie wir uns die Reformen bei der Vergabe von Sportgroßveranstaltungen vorstellen. Menschenrechts- und bürgerrechtliche und ökologische Standards müssen verpflichtend zur Vergabeentscheidung gemacht werden, damit auch das Misstrauen von FIFA und IOC abgebaut wird. Glaubhafte Reformen sind da sehr wichtig, damit auch endlich wieder mal Sportgroßereignisse in demokratische Gesellschaften vergeben werden. Es hat sich zum Glück in den letzten Jahren etwas getan. Das haben wir auch im Sportausschuss letzte Woche mitbekommen, wo der DFB und auch Transparency International berichtet haben, wie sie beim Bewerbungsprozess für die EM 2024 miteinander arbeiten. Jetzt müssen allerdings den Worten auch noch Taten folgen. Und das heißt, wir müssen die Sportverbände an den Taten messen. Die Zivilgesellschaft muss beteiligt werden. Aber auch wir Politikerinnen und Politiker müssen weiterhin Druck machen, dass die Reformen endlich durchgesetzt werden. Vielen Dank. Ich erteile das Wort dem Kollegen Dr. Frank Steffel für die CDU-CSU-Fraktion.